Mein Name ist Marvin, ich bin 27 Jahre alt und ich bin Product Designer bei RTL Plus. Ich bin die Alexandra, ich bin UX-Architekt bei RTL Plus. Als Product Designer sind wir so ein bisschen die Counterparts zu unseren UX-Architekten und bewegen uns eigentlich im Lösungsraum von unserer Applikation. Also die UX-Architekten geben quasi vor, was sind die Probleme unserer Nutzer, was brauchen sie überhaupt, wie sollen die Kerninteraktionen aussehen. Und wir versuchen dann als Product Designer die Pixel an die richtigen Stelle zu schieben, geben dem ganzen Interface Farbe und Form, definieren das Wording und ja, sagen quasi den Entwicklern mit ihnen gemeinsam, wie wir unsere Applikation so bauen können, dass sie für den Nutzer möglichst einfach zu bedienen ist und dabei noch möglichst schick aussieht. Ein UX-Architekt ist zuständig dafür, die gesamte Benutzererfahrung, die ein Nutzer durchgeht, in einer App zu verbessern und ständig auch zu optimieren. Ziel ist es quasi, Probleme zu lösen, die der Nutzer hat, konzeptionell. Und wir beschäftigen uns eben viel mit den Bedürfnissen, die der Nutzer hat und versuchen, da verschiedene Nutzungsverhaltungen eben auch zu berücksichtigen. Was super wichtig ist bei RTL und auch super spannend ist, weil wir eben von Smartphone bis hin zum TV mitkonzipieren. Und da ist der Nutzer natürlich in verschiedenen Kontexten unterwegs und ja, da versuchen wir, die beste UX rauszuholen. Bei RTL gibt es ein sehr, sehr tolles Team. Es gibt eine wahnsinnig schöne Teamatmosphäre. Man findet immer ein offenes Ohr. Es gibt unfassbar viele hilfsbereite Kollegen und Kolleginnen. Es gibt einen sehr abwechslungsreichen Alltag. Also bei uns ist, glaube ich, jeder Tag irgendwie anders. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Projektumfeld, in dem man aktuell an einem der größten digitalen Produkte in Deutschland mitwirken kann. Auf jeden Fall ein super hilfreiches und super nettes Team. Wir sind ein sehr großes Design-Team, bestehend aus UX und Product Designern. Als Product Designer betreue ich den Podcast Purpose, also jetzt aktuell noch unsere RTL Plus Musik-App und dort die Podcast-Sparte. Und ein ganz großes Feature für viele Nutzer haben wir entweder herausgefunden, war der Sleep Timer, weil Podcasts auch ganz, ganz oft zum Einschlafen verwendet werden. Ich bin selber leidenschaftlicher Podcast-Nutzer und habe auch davor, bevor ich zu RTL gekommen bin, noch andere Podcast-Apps benutzt. Bei Musik haben wir noch die Besonderheit, dass wir hier das Lyrics-Icon haben. Ja. Das haben wir jetzt bei Podcasts zum Beispiel nicht, aber eventuell später in der Zukunft könnte dann hier das Icon für den Variable Playback Speed reinkommen. Okay. Und links hätten wir bei Musik jetzt aktuell noch Platz, deswegen passt da der Sleep Timer auch gut hin. Okay. Und bei Audiobooks ist es eigentlich genauso wie bei Podcasts. Okay, deswegen. Dann passt ja. Und da war das so ein Feature, wo ich auch so ein Stück weit Nutzer war und das unbedingt realisieren wollte. Und gemeinsam mit meinem Partner UX-Architekt im Podcast-Bereich haben wir dann zusammen mit den Entwicklern, zusammen mit Leuten von der Produktstrategie versucht, das Feature in so einer kleinen Kreativsession relativ schnell auf die Straße zu bringen. Wenn wir dann draufklicken, haben wir eigentlich eine ganz einfache Interaktion, wo wir dann über das Bottom Sheet, das ist glaube ich hier die gängigste Komponente, können wir uns dann hier eine Option auswählen, bekommen eine kleine Notification, dass der Timer aktiviert wurde und dann füllt sich quasi auch schon der Mond und zeigt dann quasi, dass dieser Timer aktiv ist. Wenn man dann draufklickt, bekommt man noch die restverbleibende Zeit von dem Sleep Timer. Funktioniert quasi wie ein ganz normaler Timer in der App. Ja. Das war einfach ein wahnsinnig schöner Moment, wenn man dann die App irgendwie rausholt, seinen Lieblingspodcast anmacht und dann das Feature benutzen kann, was man ein paar Wochen davor selbst gestaltet hat. Ich bin als UX-Architekt für die Suche zuständig. Das ist ein elementares Element in der App, da der Nutzer eben oft über die Suche geht. Und da wir eben sehr vielfältigen Content haben, ist es super wichtig, wie die Ergebnisse angezeigt werden. Also der Nutzer muss am Ende, je nachdem, was er eben in der Suchleiste eingibt, auch super schnell zu seinem Element finden. Und das ist eben eine Herausforderung, weil wir eben sehr, sehr, sehr viel Content auch anzeigen und bei RTL Plus auch zur Verfügung stellen. Mein Lieblingsformat ist tatsächlich Kitchen Impossible. Und für uns in der Freundesrunde ist es einfach ein super schönes Ritual, einen kleinen Antipasti-Teller zu machen, ein gutes Glas Wein sich einzuschenken und dann einfach neue kulinarische Entdeckungen zu machen irgendwie. Und das ist immer ein sehr, sehr toller Abend. Lieblingsformat ist aktuell prominent getrennt. Es ist super lustig und es ist so ein bisschen durch Corona entstanden mit Freunden, dass wir uns da getroffen haben und eben das zusammen uns angeschaut haben. Eben eine riesen Mädelsgruppe gewesen. Wobei, man darf das gar nicht in Corona, ne? Kleine Mädelsgruppe gewesen.